Zum 24. der heilige Abend. Wenn ich das Video veröffentliche, wie immer 18 Uhr, seid ihr wahrscheinlich alle beim Essen, Speisen. Aber könnt ihr ja danach schauen. Wie auch immer. Wir machen jetzt das 24. auf. Und zwar haben wir hier nochmal Merry Christmas via Tools auf dem letzten Karton. Und hier oben ist eine Lasche, wo drauf steht 24. Das machen wir aber gleich. Wir schauen jetzt erstmal nochmal schnell hier rein. Ah, hier ist nochmal erklärt. Am 24. sollen wir da oben nochmal reingehen und da und da und da. Und am 24. haben wir den Bithalter drin, wo wir die ganzen Bits reinschieben können. Coole Nummer. Das machen wir dann auch gleich. Und zwar haben wir hier ja unsere ganzen Bits. Uppala. So, und dann wollen wir mal gucken. Müssen wir alle ein bisschen sortieren. Ich schätze mal, das fängt hier an. 05. Oder? Ja, das fängt hier an. 05. Zack. Ich hoffe, ich bin im Bild. Das fängt bei Schlitz an. Hatten wir nicht noch einen Schlitz? Hier ist noch ein Schlitz. 1, 0. Dann P1. Das ist P2. P2, wo ist P1? Das hier ist P1. Boah, da geht aber straff rein. P3 dürfte dann... Wo ist er denn? Der hier sein. Dann T15. Was dürfte der sein? Richtig. T20. Upp. T25. T30. Und zu guter Letzt der dicke Oschi. Oh. So, jetzt machen wir die noch alle ein bisschen auf Höhe. So, dass es auch schön aussieht. Und das war das 24. Türchen, also das Päckchen. Und jetzt machen wir das Ganze mal hier oben zusammen auf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ein Zollreis-Ding-Kirchen. Dann stand ja auf dem Zettel, wir sollen hier oben reingreifen. Und uns da was Tolles rausgreifen. Weg. Dann haben wir hier noch mal so ein kleines hübsches Paketchen und da haben wir sogar noch eine Tasche drin für das ganze Werkzeug mit Reißverschluss und Tragegriff. Ups, bin ich gerade an die Kamera gekommen. So, dann gucken wir mal, wo hier alles. War ja nicht ein Bildchen. Es war ein Bildchen dabei, wie das Ganze rein muss. Das werden wir auch so tun, wie das dafür vorgesehen ist. Das heißt, der Kollege ist hier. Der Kollege ist hier. Ist eigentlich falsch rum, aber ist, glaube ich, egal. Haben wir hier unsere Dreher. Das geht hoch. Jetzt habe ich die Dings zerdrückt. Das geht alles schön straff. Zack. Ich hoffe, ihr seht auch was. Zack. Yep. Zack. Und zack. Dann, wo kommt der Rest hin? In das große Täschchen. Bup, 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 bup. Kommt sowas hier rein. Ach ne, das soll so rum rein. Okay.
Dann haben wir den Client, also hier wohl rein. Der große soll hier rein, dieser Adapter. Dann soll hier die Bits rein. Und hier der Bithalter. Und der Phasenprüfer soll dann hier in die Mitte. So. Jetzt muss ich mal alles mitten zur Seite schieben. So sieht das Ganze dann aus. Echt schick, nette Idee. Finde die Tasche ein bisschen groß für so wenig Werkzeug. Aber nette Idee, muss man ja nicht unbedingt das reintun. Da habe ich hier eine Fussel. Schön gesticktes VIA-Logo mit Tragegriff. Bup, bup. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch schöne restliche Feiertage. Sind ja nur noch ein paar, ist ja auch bald schon wieder Silvester. Und ja, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Und vielleicht mache ich nächstes Jahr wieder sowas oder sowas in der Art. Mal schauen. Ist ja noch eine Weile hin, würde ich sagen. 12 Monate. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Video und ciao.